Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Es geht weiter. Und zwar hier haben wir jetzt noch diese zwei Schätze, die wir holen müssen. Für die Festung. Mal gucken, ob wir jetzt genug haben. Oh, Hüter der Essenzen. Ich habe deine Ankunft erwartet. Ich gebe dir dies. Boah, du hältst den Rundjuwel. Cool. So, damit können wir jetzt den letzten Juwel holen. Wahrscheinlich könnte das schon der nächste Dungeon sein. Vielleicht. Wir gehen auch zum nächsten Schatz, würde ich sagen. Du Nervensäge schon wieder, jetzt ist ein für alle Mal Schluss. Dieses Mal ist mir der Sieg sicher. Das werden wir noch sehen. Ja, ich kann den nicht hochheben. Okay, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme in diese Festung. Hier muss man doch da reinkommen. So, jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt sind wir auf der Festung drauf. Jetzt auf einmal ist er weg. Dann werden wir es dir heimzahlen. Die Frage ist, brauchen wir hier auch solche Pegasus-Kerne? Nein, hier ist er. Du Nervensäge schon wieder. Jetzt ist es einfach einmal Schluss. Dieses Mal ist mir der Sieg sicher. Ach, das sehen wir noch. Das war der erste Treffer. Oh. Nicht gelenkt habe ich. So wirst du mich niemals besiegen. Alles ist bestens, solange mir meine Bomben nicht hinfällt und ein Feuer ausbricht. Das war's. Hex, wie kann ich solch einen Spund besiegen? Ah, das merke ich mir. Es wird Rache geben. Und wir halten ein Herzteil und damit haben wir wieder voll. Cool. Achso, das bedeutet noch 4 Erzcontainer werden wahrscheinlich fehlen. Dann hätten wir die Festung auch geschafft. So, endlich mal Ruhe hier im Karton. Tarmruin und Spindelsumpf. Au.
Siehst du was von den Ruinen? Der Juwel fügt sich passgenau ein. Der Juwel, okay. Fehlt nur noch der hier, aber. Nach dem habe ich tatsächlich gesucht und irgendwie habe ich den nicht gefunden, aber ich weiß nicht warum. So, wir machen mal den Sommer hierher. Dann geht er nochmal was vom Wasser weg. Tatsache. Warte mal hier. Um wahre Kraft zu erlangen, musst du 4 goldene Vasallen bezwingen, die das gesamte Land durchstreifen. Dann gewähre ich dir meine Kraft. Bisher hast du 0 besiegt. Was? Okay. Aber den Schatz habe ich immer noch nicht. Ah, okay, da kommen wir auch bestimmt noch an diese Kiste ran jetzt. Da haben wir eine Höhle, die wir aufsprengen können. Da ist also der wahre Schatz. Und da haben wir das Karo-Juwel, der letzte, der uns fehlt. So, bevor wir aber natürlich weitermachen, geht es jetzt noch mit der Tauschquest noch ein bisschen weiter. Wir haben natürlich noch ein bisschen was abzugeben. Und zwar, wir fangen bei dem Goronen an. Beziehungsweise nicht beim Gerode, sondern beim schlafenden Talon. Genau, wir müssen nicht die Pflanze da hoch. Ich glaube, das war doch hier oben, oder? Ja. So, nachdem wir ja das Megafon haben. Scheint dich nicht zu hören. Wächst du ihn mit dem Megafon auf? Auf jeden Fall. Hä? Was? Wer? Das gibt es ja nicht. Ich habe den Winter ganz durchgeschlafen. Nun komme ich nicht mehr zum Gipfel. Naja, werde nach Hause zur Malung gehen. Brauchst du das Megafon noch? Ich gebe dir einen Pilz dafür. Ah, jetzt haben wir es. Und der Pilz ist für die Hexe. Und wir haben einen weiteren Ring. Kehren wir mal zurück ins Dorf. In die versunkene Stadt. So. Wir brauchen jetzt wieder den Winter. Genau, so war das, der Winter. Um natürlich da nach oben zu kommen. Frag mich, wo das Monster ist. Also in den. Vielleicht ist ein Gerücht, aber es heißt, ein Riese lebe in den Bergen. Klingt furchterregend, aber ich möchte ihn dennoch treffen. Da haben wir sie, die Sirup. Würde Marfa ja zum Federberg schicken, aber die Pilze sammeln. Bla 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 bla. Eine Magieflasche auffüllen. Schnüffel, welch ein. Oh Dieu! Du hast einen Pilz. Ich gebe dir diesen Holzvogel dafür revers. Sehr, sehr gerne. Hihihi, endlich kann ich meine Magieflasche füllen. Bald ist das Geschäft wieder geöffnet. So, was hat's denn zum Anbieten? Schauen wir uns mal rein. Okay. Der Holzvogel kommt mir doch bekannt vor. Da war doch dieser Uhrenmacher.
muss ich halt nur mal wissen, welches Haus das nochmal war. Ja, das war's. Der hat doch einen Holzvogel gebraucht. Ich habe die weltbeste Kuckucksuhr. Leider fehlt mir dazu ein Holzvogel, die mir gefällt. Der muss atemberaubend aussehen. Du da, was? Dein Vögelchen sieht ja entzückend aus. Darf ich? Klar. Atemberaubend, hier, nimm das. Und du erhältst das Schmierfett für deinen Vogel. So. Ich weiß auch sogar schon, wo der hin muss. Auch nicht schwer. So, wir erinnern uns ja noch zurück, nachdem wir ja... Sagt nur die Hymne des Sturms. Und zwar hier. Er hat ja nach Schmierfett verlangt oder gebraucht. Wir erinnern uns ja noch... Oh, was ist das für einer? Ich bin ein Schüler Troys. Des Biologen von Librina. Hört ihr meine Worte an? Okay. Ich habe viel um die Ohren. Daher möchte ich dich bitten, Dr. Troy dieses Geheimnis zu überbringen. Man findet ihn oben auf dem Kugelkamm in Librina. Hast du das verstanden? Ja. Da haben wir es. Oh. Passwort. Okay, das habe ich so schnell weggedrückt. Lauf geschwind, lauf im Wind. Wenn ich es ein wenig schmieren könnte, dann liefe es viel schneller. Schmierfett? Ob es dadurch schneller läuft? Wirklich? Nimm mein Grammophon. Eine nette Melodie. Oha. Jetzt geht's ja ab. So, dann haben wir dann auch schon mal geholfen. So, wir brauchen den Herbst natürlich, um jetzt tatsächlich an diese Kiste ranzukommen. Aber da sind jetzt die Löcher verdeckt. Und wir bekommen einen Gashakern. Mit diesen Kernen kommen wir so schnell voran, das glaubt keiner, aber... So, hier haben wir es. Hier sind wir jetzt richtig, wo es weitergeht. Der Juwel fügt sich passgenau ein. Also. Was erwartet mich aber hier oben? So, hier brauchen wir erstmal den Sommer. Das heißt, wir müssen jetzt mit den vier Jahres... Oh, doch nicht. Man kommt auch so rüber. Okay.
Das war alles? Der Winter, da kommt man also auch durch. Schauen wir mal, ob sich irgendwas beim Winter getan hat. Ah ja, man kommt also jetzt tatsächlich hier nach oben. Okay, man kann ja wirklich sehr viele Jahreszeiten wechseln. War aber wohl anscheinend richtig. Nein! Oh! Wieder falsche Taste, Ja, mein Schild wurde gefressen, ja. Natürlich. Oh mein Gott. Eine gütige Fee. Brauche ich aber tatsächlich nicht. War klar. Oh, jetzt habe ich kein Schild. Er starrt auf dein Grammophon. Hier. Die dumme Liebe, dieses Stück. Dafür verrate ich dir den Weg zu meiner geheimen Lichtung. Mit steigender Temperatur in Richtung Westen wirst du sie finden. Mal wieder. Oha. Oh mein Gott. Hinter ist das Kälteste. So. Da müsste ja normalerweise erst da. So, danach der Frühling. Jetzt noch das Sommer. Ah! Du hältst das geweihte Edelschwert. Cool, L2. Hier wären wir wieder. So, wir müssen wieder anfangen mit der kältesten Jahreszeit. Erstmal Richtung Westen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. So, dann brauchen wir den Herbst. So, jetzt brauchen wir den Frühling. Ja, und jetzt ich mit Sonne Richtung Norden. Und das ist das Rätselsgeheimnis. Oh mein Gott. So, hier werden wir weiter. Das ist gar nicht so einfach hier. So, hier können wir schon nach oben. Wir laufen hier einfach mal entlang. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Okay, hier war schon mal nichts.
Oh! Ah, hab ich noch einen Gacha-Kern? Ja, ich habe noch einen. Jawohl! Wir haben ein geheimes Beet gefunden. Brauchen wir hier eine Jahreszeit? Müssen wir wohl mit Jahreszeiten arbeiten, aber gehen wir erstmal hier nach oben. Wir haben ja den Frühling. Oh, schafft man gar nicht. Welche Jahreszeit wird benötigt? Eine gute Frage. Jetzt haben wir Sommer. Warte mal, da war doch noch was hier mit, ah, das sind die Kerne. Die nehme ich gleich mal mit. So, die Pilze sind gewachsen. So, da haben wir mit Sicherheit eine Höhle. War nicht so einfach. Eine Kiste. Wir erhalten einen Gacha-Kern. Sehr gut, den können wir definitiv gut gebrauchen. Ich will trotzdem jetzt wissen. Oh, wieder der dumme Gegner. So, weg mit dir. Ja, hier tut sich nichts. Die alte Jahreszeit, wo ich noch nicht hatte, war der Winter. So. Winter. Das muss ja jetzt eigentlich mal stimmen. Ja, das sieht gut aus. Wir brauchen mal die Schaufel. Tatsächlich, da kommen wir jetzt hoch. Gut, dann können wir runterspringen. Das war alles richtig. Brauchen wir wieder den Frühling. So, haben wir hier noch irgendwas? Mal schauen. Natürlich. Oh, so, das ist so einer. So, dieser Dude hier, der zieht ja Rubine ab. Das heißt, den nicht nehmen oder ansprechen. Oh, was haben wir hier? Wir sind bei Level 6 Antike Ruinen und beim nächsten Mal geht es da weiter. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich schon auf diesen Dungeon mit euch. Bis zum nächsten Mal.